das oft im Westen. 20 Minuten mit der Städteschnellbahn von Duisburg zum Düsseldorfer Rheinstadion. Einige tausend begleiteten heute ihren MSV, der in den letzten Jahren hier immer die Punkte verloren hatte. Die Duisburger Mannschaft in hellerer Kleidung, inzwischen jedoch mit einigen Kandidaten für den Bundestrainer. Unter den 15.000 auf der Tribüne Helmut Schön. Mit einem freundlichen Blick für die Kamera, Dankeschön, und erfreulichen Eindrücken vom Spiel, bestimmt von Wolfgang Seel, schwer zu bremsen. Der MSV mannschaftlich gut abgestimmt, guter Zusammenhalt. Rechtsaußen Rudi Seliger seit Wochen dem Bundestrainer empfohlen. Er schießt rechts wie links. Der athletische Seliger brachte die größte Gefahr in den Düsseldorfer Strafraum. Torwart Kurt Bühns, Fortuna-Trainer Lukas hat zwei gleich gute Torhüter. Ecke Fortuna, die Düsseldorfer mit kraftvollen Offensiven, zu Budde ungedeckt, Bella auf der Torlinie. Die Duisburger waren dem erwartet starken Fortuna-Druck ausgesetzt. Dann wieder Ecke für Fortuna Düsseldorf. Wieder Budde. Bella mit der Hand auf der Torlinie. Elfmeter. Spezialist Geie noch verletzt, nur Zuschauer. Also Dieter Herzog. Linders war nicht zu täuschen. Sehen wir uns seine Reaktion nochmal an. Nach dieser verpassten Chance in der 17. Minute gingen den Düsseldorfer Angriffen die klare Linie verloren. Duisburger Sperrriegel. Dietz. Noch einmal. Artistische Abwehr, Bernhard Dietz. Dietz Nummer 3 inzwischen konzentrierter bei Budde und als gewohnt guter Aufbauspieler. Auch seinetwegen war der Bundestrainer gekommen. Ganz so überragend wie in den letzten Wochen spielte er doch nicht. Dietz, der offensive Duisburger Vorstopper, zum talentierten neuen Linksaußen Thies. Ballsicher, schneller Antritt. Noch unerfahren, sein zweites Bundesligaspiel heute. Und dann nochmal Dietz als Angreifer. Fortuna hatte einige Mühe mit diesem MSV. Seliger gegen Zimmermann. Büssers Zweikampfglück gegen Zewe. Das 1:0 für Duisburg. Seliger hatte das Tor in der 34. Minute vorbereitet. Büssers mit Zweikampfgeschick. So geschlossen gut wie der MSV spielte niemand bisher im Rheinstadion in dieser Saison. Nach der Pause, Fortuna mit Kraft bei Zweikämpfen, etwas geschickterem Spiel jetzt, Zewe, Budde gegen Dietz, Dieter Brey, 1:1, 52. Spielminute, der Schuss war abgefälscht worden. Unerreichbar. Immer wieder Düsseldorfer Zweikampfsiege, Kraft, Tempo, Kondition, Wolfgang Seel. Und dann Dieter Brey. Herzog gegen Werner Schneider, kaum Entwicklungsmöglichkeiten, aber Dieter Herzog blieb der zuverlässige Kämpfer. Zewe kam besser ins Spiel. Fortuna wurde klar überlegen. Seel, wieder Bella auf der Torlinie. Und alles, was dann sonst noch kam, endete hier, beim guten, glücklichen Dietmar Linders.